Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Ultimate Trial. Es geht mal wieder weiter. Ja, ich bin jetzt aus dem Urlaub frisch zurückgekehrt und das ist das erste Mal, dass ich wieder das Game hier anzocke. Und ich sehe gerade, wir haben aktuell auf dem Rad des Todes kein Schwert zu benutzen. Das heißt, damit müssten wir jetzt in die nächste Prüfung reingehen. Ich habe aber auch mal so ein bisschen die Kommentare durchforstet, denn es ist ja jetzt 14 Tage quasi her, dass ich gar nicht auf die Kommentare eingegangen bin. So richtig, ihr habt euch auf jeden Fall schon mal gewünscht, dass wir mal in die Katakomben gehen. Dafür bräuchten wir theoretisch die Bomben. Es wurde jetzt aber auch schon gesagt, ich kann ja die Wand damit auch mit dem Hammer einreißen. Den Hammer hätten wir ja, das könnten wir theoretisch tun. Außerdem, ich habe mal auf der Website, wo ihr ja immer mal ein paar Strafen hinzufügen sollt und ja Vorschläge machen sollt, habe ich mal die ganzen Kommentare beantwortet. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich habe jetzt auch 3 Strafen hinzugefügt. Die habe ich auch auf der Liste auf der Website aktualisiert. Gerne mal unten in die Videobeschreibung rein und da auf die Website gehen. Und dort auch gerne weiterhin Vorschläge unterbreiten, was es noch für Strafen geben soll. Das ist immer aktuell und immer offen. Und da kann ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr hinterher sein, was die Strafen angeht. Genau, und außerdem soll ich nochmal mit dem Auge der Wahrheit, was wir jetzt mittlerweile auch haben, soweit ich weiß, genau, das Unwilding Lead, okay, soll ich mal in die Prüfung des Kindes nochmal reingehen. Und da nochmal ein bisschen rumgucken, ob wir da irgendwas finden, wurde mir als Tipp gegeben. Das können wir auf jeden Fall machen. Ich würde aber sagen, wir gucken mal in die Katakomben rein. Ich weiß auch gar nicht, möchte ich dafür das Rad des Schicksals drehen für die Katakomben? Was meint ihr? Also die Katakomben sollen ja wohl hier sein. Das ist auf jeden Fall das Ding hier. Das klappt auf jeden Fall mit dem Hammer. Soll ich einfach mal aktivieren? Ist ja mega dunkel, Alter. Katakombs. Okay. Ich mache einfach mal, ja? Ich switch mal kurz rüber. Und wir drehen mal kurz das Rad des Schicksals, um unseren Schwierigkeitsgrad festzulegen. Okay, wir bleiben auf Mittel. Das gefällt mir. Dann wieder zurück. Und, Alter, ist das dunkel. Das ist ja mega dunkel. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich mal das Game ein bisschen heller machen soll. Oder ob das so für euch funktioniert. 7 Tote hatten wir besetzt. Regulär, genau. Okay. Würde ich sagen, wir schauen uns die Katakomben heute mal an. Ich hoffe, damit seid ihr fein. Wo habe ich denn? Okay, es geht auf jeden Fall auf Zeit. Da hinten habe ich ein Tor aufgemacht, glaube ich. Steht hier was? In der dunklen Umarmung des Labyrinths verbirgt sich eine Sequenz, eine kryptische Verfolgungsjagd. Beginnen Sie mit dem dritten, dann grüßen Sie den ersten, zweimal den zweiten, verpassen Sie keinen Takt. Habe ich mir mal aufgeschrieben? Zahlen sind der Schlüssel. Sehen Sie, entschlüsseln Sie dies und Sie werden frei sein. Wissen zum Nutzen, zum Kämpfen und Zähmen, zum Erobern des Labyrinths und seines schwer fassbaren Spiels. Ja, das ist das, was da jetzt so drin stand in Groben und Ganzen. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen Notizen gemacht. Ich glaube, das ist halt ein Rätsel und wir sollten, glaube ich mal, wenn wir jetzt hier das Ding schlagen, uns ein bisschen beeilen. Denn das Gitter scheint nicht lange hoch zu gehen. Ich hoffe, das ist kein Fehler, was ich jetzt hier mache. Aber so kommen wir auf jeden Fall durch. Okay, Gitter ist zu. Wir haben hier aber einen Schalter. Ich hoffe einfach mal, dass der Schalter das Ding wieder aufmacht für den Rückweg. Sieht so aus. Alles klar. Ja, wir sollten ja sowieso hier irgendwie Geisterseelen fangen, oder? Das war, glaube ich, der Auftrag von dem einen Typen. Dass wir in den Katakomben Geisterseelen fangen sollen oder so. Da ist eine, das, okay, das ist so eine Tür wie in der Wüste. Wüstentempel-Vibes, so ein bisschen. Alter, ist das dunkel.
das da oben? Ich kann es überhaupt nicht erkennen. Es ist so mega dunkel hier. Was ist das? Warte mal, ich guck mal, ob ich das irgendwie anschießen kann. Ich muss mich übrigens entschuldigen, ich bin immer noch ein bisschen krank. Okay, da passiert nichts. Also das ist eine fette Brücke, die eingestürzt ist, und da oben ist irgendetwas. Ich kann aber überhaupt nicht erkennen, was das sein soll. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich könnte jetzt theoretisch aber auch das Spiel mal ein bisschen heller machen einfach. Ich guck mal ganz kurz, wenn das okay für euch ist. Setz hier einfach mal den Gamma ein bisschen hoch. Also dann ist es zumindest für euch ein bisschen heller. Ich glaube, das sollte so okay sein. Da könnt ihr zumindest ein bisschen was erkennen. Das da oben ist immer noch nicht zu sagen, was das ist. Okay, für mich geht es erstmal nur hier weiter. Schauen wir mal. Ja, Wahnsinn. Brauche ich das Auge der Wahrheit vielleicht? Wir gucken mal kurz. Auge der Wahrheit. Yo. Alter, was? Ih, was ist denn das? Ist ja ekelhaft. Okay, Auge der Wahrheit und Schwebestiefel, würde ich sagen. Na, das ist ja eklig hier. Okay. Aber so kommen wir zumindest erstmal hier durch. Vielleicht hätte ich mir drüben den Abgrund auch mal angucken sollen. Okay, cool. Alles klar, Schwebestiefel aus. Wir dürfen kein Schwert benutzen, das sollte ich mir... Achso, ich muss ja hochdrücken. Das sollte ich mir immer mal in Erinnerungen rufen. Es sei denn, ich brauche es unbedingt, dann müssen wir es halt benutzen. Okay, ansonsten scheint hier erstmal nichts weiter zu sein. Dann, es geht jetzt hier... Okay. Alter Falter. Ah, guck mal, das könnte das Rätsel sein, oder? Dritter, erster und zweimal den zweiten. Also 1, 2, 3. Das könnte sein, ja. Dann der erste. Und zweimal den zweiten. Das könnte passen. Erinnert mich so ein bisschen aus einer Mischung zwischen Geister und Wassertempel hier, die Musik. Jo, das sah gut aus. Okay, wir haben einen Schalter. Okay, hat sich angehört, als ob sich irgendwo ein Tor öffnet. Da brauche ich auch keinen Übersetzer mal. Haha. Okay, das Rätsel haben wir gelöst. Das war jetzt nicht schwer, aber ich war gut, dass ich es mir übersetzt habe. Ich hätte es mir aber auch wahrscheinlich... Ja, ich muss mir mal Dinge besser einfach genauer durchlesen. Ich glaube, ich kriege das auch so hin. Was ist denn, wenn ich das Falsche wähle? Was ist denn, wenn ich jetzt einfach mal hier lang gehe? Fünfmal. Oder passiert da einfach nichts? Okay, da scheint einfach nichts zu passieren. Okay, cool. Vielleicht hätte es ja noch einen anderen Durchgang gegeben. Vielleicht gibt es da noch einen. Vielleicht gibt es da irgendwo ein Geheimnis oder so. Boah, reden fällt mir langsam noch ein bisschen schwer. Wie gesagt, bin noch ein bisschen sick unterwegs. Aus dem Urlaub. Huch, was war das denn? Aus dem Urlaub hat mich das ganz schön mitgenommen. Hä? Okay. So. An sich läuft das ganz gut hier, was wir da machen. Oh Gott. Oh, das war knapp. Alles klar. So, super, Leute. Das lief ganz gut. Okay, irgendwo hat sich ein Tor geöffnet. Ich gehe mal davon aus, dass das eher hier drüben irgendwo war. Können wir hier drüben auch irgendwas sehen? Also hier ist auch mega dunkel einfach, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man hier mit einem längeren Hookshot sich drüber rüberziehen könnte. Hätte, könnte sein. Okay, cool. Aber bis jetzt, ja, cool. Hat auf jeden Fall ein paar Rätsel in sich. Ihr kennt das vielleicht schon.
Ich meine, das ist ja alles so ein bisschen storymäßig. Und das erlebt man ja nur einmal. Wenn ihr das Spiel kennt, dann werdet ihr das wahrscheinlich an sich auch schon kennen. Da wird sich wahrscheinlich jetzt nicht so viel ändern. Ich gucke immer mal mit dem Auge der Wahrheit jetzt. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein paar coole Geheimnisse. Okay, ein Tor hat sich geöffnet. Ich glaube, es ist das hier. Ich gehe mal stark davon aus. Okay. Das ist ja auch der Haufen an Schädeln. Okay, das sieht mega gruselig aus. Aber da... Okay, ich glaube, ich muss einfach nur schnell sein. Kann das sein? Das ist eine fette Schatzkiste. Jo. Geil. Fette Schatzkiste einfach für uns. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Was verbirgt sich in den Katakomben in der fetten Schatzkiste? Ein Schlüssel. You got a sealed key. Now you can get inside the chamber where the boss lurks. Also wir haben den, versiegelten Schlüssel? Den Siegelschlüssel. Und jetzt können wir die Bosskammer betreten, wo der Boss wartet. Boss? Okay. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Boss. Ich darf kein Schwert benutzen. Das ist kacke. Ich darf kein Schwert benutzen. Okay, es ist tatsächlich Boss-Time. Ist das gut? Sollte ich... Auge der Wahrheit? Kann Auge der Wahrheit da gut sein? Ich denke ja, es ist halt ein Geist, ne? So? Okay, ich versuche mal mein Glück. Boss-Time. Ich bin gespannt. Alter, der Forgotten Tomb. Das vergessene Grab oder so? Jo, wer ist er denn? Okay, er ist unsichtbar. Er ist unsichtbar. Alter, einfach ein Custom Boss. Jo, geil. Ist so schnell. Okay. Was kann der so? Und was soll ich tun? Das funktioniert schon mal nicht. Ach, kann ich den nur mit dem Masterschwert töten? Okay, Bogen geht auf jeden Fall klar. Der kann die Zeit anhalten? Okay, hat sich unsichtbar gemacht. Hä? Hä? Also bis jetzt, sorry, aber bis jetzt ist das voll der Pillow-Boss. Der hittet mich ja nicht wirklich, oder? Dann treffe ich den mit dem Pfeil, dann ist alles gut. Mit dem Hammer konnte ich ihn eben nicht treffen. Okay, der portet sich auf jeden Fall. Aber ich kann immer nur einen Treffer landen. Ja, ich weiß ja nicht. Ich darf halt Schwert nicht benutzen, deswegen... Ich weiß nicht, ob der jetzt mit dem Schwert besser wäre. Oder ob das ganz geil ist, wie ich das so mache. Ich verschwende halt voll Pfeile. Aber ich treffe ihn ja. Könnte sein, dass das ganz geil ist, wie ich das mache. Manchmal macht er ganz komische Geräusche. Der hält sau viel aus, ey. Was ist denn dein Problem? Kumpel. Okay. 16 Pfeile habe ich noch. Ich werde ihn ja wohl mit 16 Pfeilen umbringen können, oder? Also Nahkampf war auf jeden Fall... Den habe ich nicht gefühlt, den Nahkampf. Ich habe nämlich mit dem Hammer nicht getroffen und habe dann direkt eine aufs Maul bekommen. Aber ich weiß nicht, ob sich das richtig anfühlt, was ich hier mache. Passiert halt nicht wirklich was, ne?
Was ist denn nun? Ja Leute, wie lange soll das noch so gehen? Ich kann das auch einen Tag so machen. Kein Problem. Die Frage ist, hat das einen Mehrwert? Haben wir noch andere Ideen? Bomben? Boomerang? Also mit dem Auge der Wahrheit muss ich nichts machen. Da sind wir uns schon mal einig, denke ich. Was denn jetzt so? Okay, das macht dem gar nichts. Oh Gott. Was macht die Bombe? Bombe macht auch Schaden und der portet er sich nicht weg. Okay. Aber wie lange soll denn das so gehen? Na komm. Okay, wir haben ihn. Keine Ahnung. War irgendwie ein merkwürdiger Boss. Also klar, cool, neu und so. Jo, geht klar. Ich weiß nicht, mit dem Schwertkampf wäre der vielleicht geiler gewesen. Sorry dafür. Mal gucken. Huch. Viele Geister sehen zum Reden. Jo, lass mal talken mit den Geistern. Frieden. Pieces of Souls, please. Also Frieden der Seele. 50. Carry most rupees. Was? Carry most rupees? Pieces of Souls, please. 50 carry most rupees. Also ich soll mehr Rubine sammeln. Hä? Pieces of Souls, please. 25 carry more rupees, please. Ich soll einfach Rubine sammeln? Okay. Ja, ist ja jetzt nicht so aussagekräftig, was jetzt hier passiert, ne? Aber wir sind jetzt erstmal durch die Katakomben. Ich meine, wir haben hinten noch so eine fette Brücke. Das wollte ich gar nicht ausrüsten. Aber die sagen mir jetzt, ich soll einfach nur mehr Rubine sammeln, oder? Pieces? 50 carry most rupees. 50? Ja, Leute, ich bin mir nicht sicher. Soll ich genau 50 Rubine haben? Hier steht halt 50 tragen die meisten Rubine. Oder kann ich die irgendwie in die Flasche sperren? Vielleicht die ein Ausrufezeichen drüber haben? Geht das? Das funktioniert auch nicht. Sonst noch irgendwelche Ideen? Mal im Auge der Wahrheit rumgucken? Oder sind die jetzt schon befreit? Ich weiß es nicht. Ich kann ja nochmal mit dem Typen reden, der sich da um die ja, Geisterseelen gesorgt hat. Okay, wir waren jetzt auf jeden Fall in den Katakomben, hatten einen random Bossfight. Was? Okay. Da ist ein Schalter. Der macht das Ding da hoch. Ich bin gerade einfach mal so hier reingegangen. Mit der Idee, ja, ich könnte ja vielleicht ein paar Rubine da finden.
Aber der bleibt nicht oben, der... So, entweder muss ich von da aus mit einem sehr langen Ultrashot mich daran ziehen. Oder... Ich kann irgendwie Steine beschwören, ich habe keine Ahnung. Okay, sollten wir uns auf jeden Fall merken. Gut, Leute, ich würde sagen, ich rede nochmal mit diesem komischen Typen, der dafür verantwortlich war oder der uns dahin geschickt hat in die Katakomben. Der hat auch was Neues. Extra, extra! Loredo has been spotted by the books in the Adel's Potion Shop. He is widely knowledgeable on so many things and he is such a beautiful storyteller. Okay, beim Adel's Potion Shop. He is widely knowledgeable on so many things. Unbelehrbar? Knowledgeable? I don't know. Auf jeden Fall ist er ein guter Geschichtenerzähler. Okay, wir sollen uns auf jeden Fall mal mit dem unterhalten. Bei Adel's Potion Shop ist wahrscheinlich hier drin und oben. Extra, extra. The shooting gallery is now open. It's located back in the garden. Don't want to spoiler the surprise, but you will never guess who runs it. Okay, also die, du kannst jetzt hier die Shooting, das Schießspiel machen mit dem Bogen im Garten hinten. Aber er will nicht sagen, wer... Er möchte nicht den Preis spoilern. Und ich werde niemals erraten, wer es macht. Okay, wenn ich genug Rubine habe, werde ich es rausfinden. Alles klar. Jo. Aber ich möchte jetzt erstmal noch mit dem reden in den Katakomben schnell. Oder über die Katakomben. Und dann ist der Part schon wieder rum, Leute. Bisschen was haben wir ja geschafft. Tatsächlich. Ich glaube, dann würde ich im nächsten Part mit dem Auge der Wahrheit mal ins Kind-Ding ins Pups reingehen. So, er hier wollte ja. Aber der hat kein... Oh doch, er hat ein Ausrufezeichen. Thank you for defeating the Crimstalker. Okay, das war also der Crimstalker, den wir gerade getötet haben. Ich bin mir sicher, es war nicht leicht. Und ich bin froh, dass ich mein Vertrauen in dich gesetzt habe. Die Art und Weise, wie er die Seelen bewahrte, die kamen sich wie Geiseln vor, nicht wahr? Also Seelen haben sich wahrscheinlich gefangen gefühlt. I wonder what drives them to concrete down in food depths. They never seemed quite happy, more lost and sad. Also die scheinen traurig zu sein, die Seelen, ne? Irgendwie so. Okay, sie haben mich gefragt, wie ich den Frieden der Seelen herstellen kann. Okay, ich habe gehört, dass man sie in der Absil-Arena sammeln kann. Vielleicht könnt ihr 5 davon einsammeln und sie mir zurückbringen. Es wäre großartig für meine Forschung. I will be marking my logs in my book. Feel free to read it if you want. I don't mind. Okay, er markiert seine Forschung in seinem Buch oder er loggt es da. Ne? Und ich kann es mal lesen. Okay, in der Absil-Arena. War das das Ding, wo wir schon drinne waren? Wo die ganzen Monster auf uns zugerannt kamen. War das das? I'm not sure. Okay, Leute, ich würde sagen, ich würde die Folge für heute beenden. Im nächsten Part schauen wir uns dann die Bogengalerie nochmal an. Und den einen vom Potion Shop, ne? Da können wir ja nochmal hingehen, damit ich es nicht vergesse für den nächsten Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Gerne liken und kommentieren. Und wir müssen aber auf jeden Fall mal wieder eine Runde in die Prüfung reingehen, oder? Denke ich. So, ich glaube hier. Genau, das hier ist der Geschichtenerzähler. Aber der hat auch nicht wirklich was für uns. Wir reden trotzdem mal im nächsten Part mit ihm. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu The Ultimate Trial. Tschüssi.